Wir hörten, Jakob hatte das Haupt geneigt, als die Verbitterten vom Vaterherde sich losgesagt hatten, und erhob es von da an nur selten noch. Der Grund seiner Gedrücktheit war die einmütige Kundgebung der Söhne, ihr Weggang, dies Ereignis, von dem man zu viel sagen würde, wenn man behauptete, es hätte dem Jakob großen Schmerz bereitet. So nicht. In seinem Herzen gab er wirklich 10 für einen. Aber es war etwas anderes, es in Wirklichkeit tun und damit rechnen zu müssen, dass die Aufkündigung der Gemeinschaft durch die Brüder endgültigen Sinn erweisen und dass er, Jakob, statt mit 12 Söhnen mit 2 dastehen werde, als ein entlaubter Stamm. Das war erstens der Stattlichkeit abträglich, außerdem aber schuf ihm die Vorstellung eine sorgenvolle Gottesverlegenheit, denn er fragte sich, wie groß die Verantwortung sein werde, die er damit vor dem planenden Herrn der Verheißung auf sich lud. Hatte der Zukunftsvolle es nicht klüglich verhindert, dass alles nur eben nach Jakobs Herzen ging? Und er fruchtbar wurde allein in Rahel? Hatte er ihn nicht zahlreich gemacht, auch gegen sein Herz, durch Labans List? Und waren sie nicht alle, auch die von den Ungeliebten, Früchte des Segens und Träger des Unabsehbaren? Jakob sah sehr wohl ein, dass seine Auserwählung Josefs eine üppig eigensinnige Privat- und Herzensangelegenheit war, die durch ihre Folgen nur in schädigenden Widerstreit mit Gottes unbestimmt weitläufigen Anschlägen zu geraten brauchte, um sich als sträflicher Übermut zu erweisen. Dies aber schien sie im Begriffe zu tun. Denn mochte auch Josefs Torheit der unmittelbare Anlass des Zerwürfnisses gewesen sein und Jakob ihm schmerzlich zürnen deswegen, so täuschte er sich doch nicht darüber, dass er und sonst niemand für diese Torheit vor Gott und Menschen aufzukommen hatte. Er haderte mit sich selbst, indem er mit Josef haderte. Hatte es Unheil gegeben, so war der Knabe nur dessen Mittler gewesen und haftbar dafür, war Jakobs liebendes Herz. Was hätte es geholfen, sich das zu verbergen? Gott wusste es, und vor Gott verbarg man sich nicht. Der Wahrheit die Ehre geben, das war Abrams Erbschaft. Und es hieß weiter nichts, als sich kein X für ein U machen über das, was Gott wusste. Dies waren die Gewissenserwägungen, die Jakob anstellte in der Zeit nach der Weizenernte und die seine Entschlüsse bestimmten. Sein Herz hatte Schlimmes gestiftet, es musste sich überwinden, den verzärtelten Gegenstand seiner Schwäche, der des Schadens Mittler gewesen war, auch zum Mittler des Ausgleichs zu machen und ihm zu diesem Zweck etwas zuzumuten, ihn ein wenig rau anzufassen, zur Buße für ihn und das eigene Herz. Darum rief er den Knaben ziemlich bestimmten Tones an, da er ihn von Ferne sah, und sprach: Josef. »Hier bin ich«, antwortete dieser und war gleich zur Stelle, denn er freute sich, aufgerufen zu werden, da der Vater seit der Brüder Weggang wenig mit ihm gesprochen hatte und ein ahnungsvolles Unbehagen auch in ihm, dem Toren, von jenem letzten Beisammensein zurückgeblieben war. »Höre einmal«, sagte Jakob, indem er aus irgendwelchen Gründen den Zerstreuten spielte, nachdenklich mit den Augen blinzelte und den Bart durch die Hand streicheln ließ, »wie ist mir denn? Weiden deine Brüder, die Älteren, nicht allesamt miteinander im Tale Schekem?« »Doch«, erwiderte Josef, »des glaube auch ich mich wohl zu entsinnen. Und narrt mich nicht mein Gedächtnis, so wollten sie einmal alle zusammen gen Schekem ziehen, deiner Herden zu warten, die da weiden, der fetten Auen wegen, die es dort gibt, und weil dieses Tal hier das deine nicht alles trägt, so ist es«, bestätigte Jakob, »und es ist dies, weswegen ich dich rief. Denn ich höre nichts von den Söhnen Leas, und von den Kindern der Mägde bleibt mir die Kunde aus. Mir ist unbekannt, wie es steht auf den Auen dort, ob Jisraks Segen war bei der Sommerlammung oder ob Leberfäule und Aufblähen mir das meine verheeren. Über das Befinden meiner Kinder, deiner Brüder, weiß ich nichts und höre nicht, ob sie in Frieden das Weiderecht üben in einem Burgbann, wo, wie ich mich erinnere, einst schwere Geschichten geschahen. Das macht mir Gedanken, und es war in solchen Gedanken, dass ich beschloss, dich zu ihnen zu senden, damit du sie mir grüßest.
Hier bin ich, rief Josef wieder. Er blitzte den Vater mit weißen Zähnen an und schlug halb hüpfend den Boden mit seinen Fersen vor lauter Bereitwilligkeit. Wenn ich's überschlage, fuhr Jakob fort, so gehst du ins 18. Jahr deiner Geburt und es ist Zeit, dass man dich etwas rau anfasst und auf die Probe stellt, deine Mannheit. Daher mein Beschluss, dir diese Sendreise zuzumuten, dass du hinwegziehst von mir auf kurze Zeit zu deinen Brüdern, um sie alles zu fragen, was ich nicht weiß, und kehrst zurück zu mir mit Gottes Hilfe nach 10 oder 9 Tagen und sagst mir's an. Aber hier bin ich ja, entzückte sich Josef. Die Einfälle meines Väterchens, meines Herrn, sind golden und silbern. Ich werde eine Reise tun übers Land, ich werde die Brüder besuchen und nach dem Rechten sehen im Tale Schekem. Das ist ein Spaß. Hätte ich mir etwas wünschen dürfen nach Herzenslust, dies und nichts anderes wäre es gewesen. Du sollst, sagte Jakob, nicht nach dem Rechten sehen bei den Brüdern. Danach zu sehen sind sie Manns genug, sie selber, und brauchen das Kind nicht. Auch ist es nicht die Meinung, in der ich dich sende, sondern du sollst dich vor ihnen neigen, mit Ziem und Umgangsform und sprechen, ich bin gekommen, etliche Tage reisen weit, um euch zu begrüßen und nach eurem Befinden zu fragen, aus eigenem Antrieb sowie auf Weisung des Vaters. Denn wir begegneten einander in diesem Wunsche. Gib mir den Parosch zu reiten, er ist hochbeinig und zäh, sehr stark von Knochen und gleicht meinem Bruder Issachar. Es spricht für deine Mannhaftigkeit, erwiderte Jakob nach einer Pause, dass du dich freust auf die Sendreise und erachtest es nicht als sonderliche Zumutung, hinwegzuziehen von mir auf eine Anzahl von Tagen, so dass der Mond sich verändert von einer Sichel zum Halbrund, ohne dass ich dich sehe. Sage aber deinen Brüdern, der Vater wollte es. Bekomme ich den Parosch? Ich bin zwar gewillt, dich rau anzufassen, nach deinem Alter. Den Esel Parosch aber gebe ich dir nicht, denn er ist bockig. Und seine Klugheit entspricht nicht seinem Feuer. Viel besser für dich ist die weiße Hulda. Ein freundlich, behutsam Tier, auch Schmuck von Ansehen, wenn du unter Leuten reisest. Die sollst du reiten. Damit du aber erkennst, dass ich dir etwas zumute, und die Brüder erkennen es auch, so verordne ich, dass du die Fahrt allein zurücklegst, von hier nach Schekems Flur. Denn ich gebe dir keine Knechte mit und lasse den Eliezer dir nicht zur Seite reiten, sondern selbstständig sollst du fahren, auf eigene Hand, und zu den Brüdern sprechen. Allein komme ich auf einem weißen Esel, euch zu besuchen, so wollt es der Vater. Dann mag es sein, dass du die Rückfahrt zu mir nicht einzeln machen musst und allein, sondern dass die Brüder mit dir ziehen, einige oder alle. Jedenfalls ist solches mein Hintergedanke bei dieser Zumutung